Saufen, Freunde! Ja, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Palkun sucht den YouTube-Star. Es ist unglaublich! Es ist unglaublich! Wir haben heute 5 Kandidaten, allerdings ist ein Kanal inaktiv geworden und ist nicht mehr zu finden. Geil! Geil! Fangen wir heute an mit Dazer One. 85 Abonnenten und 91 Videos. Der Kanal existiert jetzt noch nicht so lange. Wir haben mal generell so die wichtigsten Tabs, Videos, Shirts, meine Projekte, meine Let's Plays. Hier generell eine Playlist für jeden Typen. Hier hat man natürlich ein Kultprojekt. Ha! Nein! Jetzt hat sie es ganz beendet! Nein! Ein Kultprojekt. Schauen wir mal bei seinem Videotab vorbei. Also zum Beispiel, eines seiner modernsten Let's Plays ist Minecraft Equestris. Dann das hier. Ein sehr schönes Titel des Videos. Die Vorschau ist auch schon mal. Shirts hat er ein paar Playlists, wisst ihr, was das ist? Community Posts hat er tatsächlich welche. Also, lesen wir uns durch. Hey, falls du nicht wissen solltest, wer ich bin, fasse ich hier mal die wichtigsten Infos zusammen. Also, ich würde schon mal viel mit Emojis und generellen professionellen Arten und Weisen etwas aufzulisten gearbeitet. So, Privates. Ich heiße David, bin auf YouTube und Twitch unter dem Namen Dazer One, Dazer 0, ne, bekannt. Ich wohne in Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Köln. Meine Hausnummer ist auf dem Bildschirm als Link verfügbar, also klickt mal drauf. Ich kann über vieles lachen und ja auch über mich selber. Das ist schön. Gaming. Ich zocke schon seit vielen Jahren und habe mich in die gesamte Gaming-Szene verliebt. Ich spiele eigentlich alles. Hier auf YouTube kommen größtenteils Indie- und Horror-Games. Social Media, auf Twitch streame ich seit Juli 2020 und YouTube mache ich seit 2021 im August. Erster Twitch-Account hatte knapp 215 Follower, ich musste jedoch einen neuen eröffnen und habe daher nur noch 117 Follower. Ja, also habe ich schon richtig, ungefähr den richtigen Riecher gehabt. Allerdings glaube ich nicht, dass er gebannt wurde. Keine Ahnung. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Oh, er hat eine eigene Website. Interesting. Dazer Stream-Seite. Okay, was ich kann? Nichts. Das Video. Und ich muss natürlich checken, ob es nicht zu laut ist. Okay, es ist zu laut. Okay, wir haben's. Denk dran, das muss nicht. Oder auch nicht. Fresh, lustige Anmoderation werden. Im 2016-Schnittstil mit so MLG oben links in der Ecke, den Dorito-Chips oben rechts. Okay, interessant. Also, Meme-Kultur, wie ich sehe. Mit der Brille in meinem Gesicht. Ja, wir klicken uns ein bisschen durch. Wird gemacht, Boss. Und damit. Aha, habe ich einen Waluigi da gesehen? Ist er gerade explodiert? Ruhen Frieden an Waluigi an der Stelle. Grüße ich euch alle herzlich willkommen zu einer weiteren Folge
Clover. Ich sehe schon, es ist ein bisschen übertrieben, aber ich mag's. Ihr hättet es nicht erwartet, dass dieses Projekt... Ich würde sagen, wir skippen ein bisschen durch. Weitergeht. Zum Gameplay. Ich auch nicht. Wie lange das geht, gehen wir dann noch in die Zukunftswelt. Ich höre nur diese Musik. Hier steht mir der Puls. Was war mit dem seinen Augen los? Oh nein. Das war das Level, nachdem Strolli aufgehört hat zu spielen. Was ist denn das für eine Szene? Ich sehe nichts. Ach, ja, stimmt, das ist auch das Level, was bei dir andauernd gecrashed ist, wenn du ins Ziel gelaufen bist. Erster Checkpoint. Souverän gemeistert. Da drüben ist noch ein Leben. Das brauche ich jetzt auch. Wir lassen noch. Also es hat diesen klassischen heutzutage artigen Gaming-Cutting-Stil. Das Leben einfach da, wo es ist. Ich glaube, da ist es glücklich mit seinem Leben. Das sieht realistisch aus. Was ist das für eine Musik? What the fuck? Finale! Ja, ein interessanter Kanal. Also ziemlich professionell. Die Beschreibung können wir mal uns ansehen. Ich raste aus, wenn ich das noch weiter spiele. Okay. So, hier ist Strolli. Was ist das für ein Link? Was ist das für ein Link? Okay, das ist ein random Link. Ich lieb's. Einfach so irgendwas. Was ist das für ein Link? Game. Lover. Oha, das gibt's auf Steam. Man kann das auf Steam kaufen. Oder? Man holt es sich einfach für die N64. Projects N64. Brauchst du 30 Sekunden warten, geht der Spaß los. So's. Und einen schönen Tag, Gim und ein lustig. Muss auf jeden Fall eins sagen. Er gibt sich definitiv sehr viel Mühe bei den Videos. Also ich habe mir schon vieles angesehen. Und ich mag den Cutting-Stil. Auch wenn er manche Stellen weniger rauscuttet, aber ich glaube, das ist jetzt nicht das Wichtige. Jedenfalls kommt er auch weiter. Also, auf zum nächsten! Okay, wir kommen zu Faubo. Also, es brennt einfach der gesamte Hintergrund. Oh, wie viele da gestorben sind! 411 Abonnenten, 322 Videos. Willkommen auf dem Kanal. Ein wunderschönes Bild von ihm. Und hier die beliebten Videos. Cringe. Geil. Einfach das Cringe-Video ist das beliebteste. Warum nicht? Warum nicht? Videos, meine anderen Kanäle, also der Typ hat sehr, sehr, sehr viele Kanäle. Anscheinend Let's Plays. Einen Besuch wert. Und auch empfehlenswert. Also, und meine alten Cringe-LPs. Das sieht man natürlich immer wieder gerne. Geil! Okay, man sieht... sehr, sehr viele schöne Videos. Ich muss keinen Bikini tragen. Ich kann nicht mehr Deutsch reden. Ahem. Das Leben ist ein Auf und Ab. Wie eine Gartenschaukel. Ich habe euch hier auf twitter.com nach Videoideen gefragt. Und ich werde die heute umsetzen. Was da so kam, falls das smart ist und ich das hinkriege. Ich bereite schon als erste vor, und zwar was? Kochen mit V-Wolf, und wir werden sehr spannend. Extremst spannend. Ich finde es auch sehr spannend, wie voll einfach dieser Kühlschrank ist. Fortnite ist eines der beliebtesten Battle Royale Spiele der Welt und hat eine riesige Community, die sich ständig über das Spiel unterhält und neue Inhalte entdeckt. Mythos 1, das Flugzeug am Himmel.
Also, von den beiden Typen, die wir gerade gehört haben, hat natürlich der liebe Vovo das bessere Mikro. Und beim anderen konnte man so richtig die PS4 im Hintergrund hören, die einfach gerade so 5000 Kilo 1000 Watt an Stromampere Sekunden ausstößt. Ja, also es ist halt schwierig zu bewerten, weil er generell so random Videos macht, aber Mikro ist okay. Das gibt dir schon gute Sachen. Beschreibung ist relativ, ja. Also man gibt sich ja zumindest die Mühe auch, das anzugeben. Links, nicht einfach nur, da ist ein Mikrofon. Jedenfalls am interessanten Kanal. Uploadet jetzt nicht aktivst. So, der nächste Kanal ist Löwenherz. Und der hat einfach diese Begrüßungsmessage komplett übersprungen. Das liebe ich. Schauen wir uns mal hier vorbei. Hier generell diese Playlist-Dinger. Das schauen wir uns dann eh alles an. Also, man sieht ja relativ gut, dass er da wirklich viel Platz aufgebraucht hat. 383 Abonnenten und 2606 Videos. Das ist im Gegensatz zu anderen Kanälen relativ viel. Er macht generell das, was die meisten anderen machen. Er macht Classic Let's Plays mit Classic Stuff. Und ja, ist relativ empfehlenswerter YouTube-Kanal. Habe ab und zu drauf geschaut. Shirts macht er. I guess. Sehr, sehr selten. Alter, was habe ich mit meinem Rübsen? So. Schauen wir uns mal bei dem hier an. Aha, er hat Emojis verwendet. Spaß. Einmal kunterbunte Abenteuer im Splatoon-Universum. Unsere Abenteuer mit Mario und Coke. Rosa Knutsche im Rampenlicht. Zelda Link und unsere Abenteuer. Affenstark ist aus dem Dschungel. Blockstarke Abenteuer. Minecraft Sommer 2, bestes Projekt ever, Alter. Gänsehaut garantiert, also Horrorprojekte. Ihr blobt kein Stein auf dem anderen, also generell Lego. Und Spieler, die aus der Reihe tanzen, also Spieler, die halt mit anderem Stuff nichts zu tun haben. Macht Sinn. Und halt Livestream-Archiv. Community-Posts macht er ab und zu. Dort wird er anscheinend. Ja, ganz normal Stuff, was man halt in Community-Tab macht. Kanäle stellt er keinen vor, aber das macht Sinn, weil er hat extremst viele Playlists-Kategorien gemacht. Ja, tatsächlich einfach die erste Zeile übersprungen. Erscheint einfach nichts. Geil. So, das ist also meine Kanalbeschreibung. Hier ein paar Dinge über mich. Ich bin David, 21 Jahre alt und lade hier seit 2017 wieder aktiv Videos hoch. Ich bringe nur Videos, auf die ich Lust habe, Let's Plays, Real Talk und mehr. Einfach was mir gerade so in den Sinn kommt. Übrigens habe ich auch Twitch, wo du sehr gerne mal vorbeischauen kannst. Smiley! So, nun wünsche ich dir ganz viel Spaß hier. Bei Fragen kannst du dich jederzeit an mich wenden. Plötzlich werde ich wieder zu einem random-ass Anime-Jungen. Uploadplan. Aktuell kommen die Videos planmäßig immer um 14 Uhr und 18 Uhr. Und ja, was ich interessant finde, ist, wie er das hier anlistet. Hat die sogenannten Dauerbrenner. Das sind Projekte, die immer kommen können. Aktuelle Projekte sind halt Let's Plays, die ab irgendwann abgeschlossen werden. Das finde ich halt interessant. Und Captain Toad, Treasure Tracker und Tears of the Kingdom sind das. Und Splatoon 3 kommt halt die ganze Zeit. Also man merkt, dass hier ist der Splatoon-Kanal. Wer Splatoon sehr mag, der wird hier sein Leben finden. Ich würde hier mal nicht, am besten nicht einen ersten Part schauen, weil... Und ich will nicht Tears of the Kingdom schauen, weil ich mich nicht zu sehr spoilern lassen will, aber eigentlich ist das jetzt schon passiert. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach Captain Toad, Treasure Tracker, Part 22 an. Und, das gibt ein Intro, aber wir schauen uns auch noch in die Beschreibung an.
dieser Folge. Intro. Level in diesem Part. Outro. Okay, ein bisschen. Ja, aber das Ding ist, was ich rausgefunden habe, ist, dass er ziemlich lange am Dings war. Also er hat irgendwelche Abiturzeit gehabt und hatte absolut gar keine Zeit. Also macht es Sinn, denn ich habe auch solche Probleme. Allerdings, ja, kann passieren. Hier ein paar Infos zum Spiel, die sind eh vorhanden. Seine Socials, sein Equipment und solche Impressum-Stuff. Bolson. So. Ja, wir müssen ein bisschen das Mikro hochladen. Also nicht das Mikro hochladen. Lautstärke laut. Hoffentlich wieder besser. Bitte, bitte, Spiel. Ich bin ganz artig. Willkommen zurück zu Captain Top Treasure Tracker. Level 23. Kunter buntes Kastenkarussell. Ups. Alles, was mir schon ein bisschen negativ auffällt, ist natürlich das der Greenscreen. Aber eins muss man sagen, jeder YouTuber hatte damit schon Probleme. Es kommt darauf an, wie lange das Problem schon ist, aber. Also ich will heute einfach entspannt. Ja moin. Okay. Ich wollte einfach ganz entspannt. Bitte. Ganz entspannt. Einfach spielen und gucken, was passiert. Wäre das drin? Grundsätzlich? I don't know. Maybe. Sind Viecher. Warum? Warum tue ich das? Oh Gott, hätte ich die für einen Edelstein gebraucht? Ja, ne? Ding ist, bisschen rumspinnt tut der Greenscreen. Audioqualität ist, passt ja eigentlich. Es ist das Spiel halt ein bisschen laut, aber ich glaube, das geht schon. Professionalität ist ja da. Er hat sehr viele Playlist-Kategorien, was ich immer cool finde, weil man damit sehen kann, was der alles bietet. Und er bietet wirklich viel. Also wirklich von Nintendo zu Minecraft zu Lego gibt das wirklich alles. Und ja, auch Löwenherz kommt weiter. Wie die meisten Leute. Ich würde sagen, letzter Kanal ist dieser lustige Typ da, von dem ich irgendwie 5 Milliarden verschiedene random Bilder habe. Ja, der tolle Strell. Der Typ, der 5000 Namen hat. Lost sein ist Programm. Super. Echt super. Hier sind Videos, aktuelle Projekte, das Beste der letzten Monate. Dann Comedy-Formate, Rare-Klassiker plus Hex, Zelda, Horror, beliebte Videos, andere Videos und Formate. Und schaut mal vorbei! 522 Abonnenten und 3881 Videos ist unter uns schon seit August 2014. Ich glaube 10. Habe ich richtig gegessen? Ja! Ha! Ich habe ein Brain von Albert Einstein. Man kann es für nichts gebrauchen. Okay. Streu macht seit einiger Zeit ziemlich viele Shirts, wofür eigentlich der Clip-Kanal hätte wahrscheinlich sein sollen, aber okay. Livestreams hat er früher gemacht. Und macht er jetzt auf Twitch. Playlist haben wir eh schon gesehen. Community Tab benutzt er ab und zu für neue Projekte mainly. Und hier schaut mal vorbei. Hier hat er seinen Strolli-Clips-Kanal. Und oho, ha, das ist geil. Und die Kanalinfo. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Streu bzw. Marcel, bin 18 Jahre alt und komme aus einer kleinen Stadt im Saarland. Ich erinnere mich, wie der Stand wehe, es kommt ein Saarland-Joke.
Wie du schon siehst, dreht es sich hier um Videospiele. Spezialisiert habe ich mich hierbei auf Nintendo und Horror, wobei es natürlich auch Ausnahmen gibt. Ja, plötzlich auf der Atari 2600 ein Let's Play zu Atari. Nein, was? Ein Let's Play zum E.T., der außerirdische beste Let's Player war. Zudem wirst du ja auch hier ab und zu mal Comedy-Videos wie zum Beispiel Sketche oder sogar ganze Unterhaltungsserien finden. Ja. Warum nur ab und zu? Weil diese Videos sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Das ist klar. An jedem ersten Montag des Monats kommt eine Ausgabe der Channel News, in welcher ich kurz erläutern werde, welche speziellen Dinge im jeweiligen Monat anstehen. Livestreams mittwochs und freitags ab 18.30 Uhr auf Twitch. Das war eigentlich, glaube ich, der geilste Markierungseffekt gerade, lol. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Anschauen meiner Videos. Wenn sie dir gefallen, weißt du ja, was du zu tun hast. Content Creators seit dem 10.08.2014. Er hat auch sehr viele Links, zum Beispiel Projektübersicht. Die Anmeldung für Strollen, ich such den YouTube-Star, alle Folgen, so Socials, noch mehr Socials und Informationen zum Game und ja. Früher hat er, glaube ich, sogar Kapitelfunktion genutzt. Ja, bedutzt er vielleicht auch noch immer, aber das verbraucht einfach viel zu viel Zeit, finde ich. Aber schauen wir uns mal die Videos an. 5K, 8K Ultra HD. Yo, Alter. Maximiere unser Erlebnis. Yo. Erweitere dein Erlebnis. So. Und wir nehmen 30 von denen. Es gibt hier einen Gegner. Ach du Scheiße. Doch die da vorne sind, glaube ich, ganz, ganz schlimm. Nein! Warum wirft er denn schon wieder Gegner, wenn ich die nicht ausgewählt habe? Einen Orangensaft! Nein! Du wirfst Bombengegner. So, Pikmin. Gut. Gut. Nochmal. Dumm ist der. So, nach langem Durchsehen der Videos bin ich auch zu einem Entschluss gekommen. Und wer die vorigen Leute angesehen hat, der weiß, was das Ergebnis sein wird. Übrigens. Finde ich auch lustig, wie das hier einfach nur ein random YouTube-Symbol ist. Wir müssen eine Petition machen, dass dort ein Waluigi hinkommt und kein YouTube-Symbol. Wir brauchen einen Waluigi stattdessen. Also, mach Waluigi. Ja, also ihr wisst, es ist klar, dass Strolli dazugehört zu den Survivors. Und, ich glaube, der könnte die Survivals womöglich überleben. Es wird wahrscheinlich so relativ so sein. Aber man weiß natürlich nie, was zur Hölle, mit welchen Leuten er zusammengestellt werden kann. Aber das muss dann wirklich schwierig sein. Also, ich glaube, Strolli wird wahrscheinlich so in die Battle of the Giants reinkommen. Was niemand weiß, was das ist. Aber ihr werdet das irgendwann erfahren. Also, das kommt nach den Survivals, also das wird extrem. Darauf könnt ihr euch schon mal mega freuen. Also würde ich sagen, ja, das war's. Ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich würde mich über eine Bewertung freuen, natürlich, wie immer. Natürlich versuche ich dieses Mal das nächste Casting auch auf die Woche darauf zu bringen. Das halte ich für ein Gerücht. Abonnieren und liken. Ciao.